willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Jo, Albert, das passt so. Machst du denn Fleißarbeit oder was? Die kleinen hier, die Stämme, die übrig geblieben sind, den ob ich die hochschmeißen kann, ob ich so stark bin. Klappen, ne? Ja, ist gut. Einmal oben drüber geworfen. Guck mal, da in dem einen Stamm, da ist noch ein Ast dran. Aber jetzt. Jetzt kann er mich hier sonst wo schön ist hier. Jetzt wäre es wieder rübergefallen. Ja. Dann machen wir noch halbe. Was? Halbe? Ja. Brauchen wir einmal durchsägen? Ja, Mitte. Gerade vor. Hier ungefähr, oder? Bisschen weiter weg vom Traktor. So? Ja. Gut, danke. Ja, den oben kannst du auch mal noch halbieren. Ich glaube, der ist noch nicht halbiert. Der weiter weg ist da, ganz ja, oben. Der da oben noch liegt. So, ja, dann ist der Anhänger ziemlich voll, das ist gut. Das bringt eine schöne Kohle. Ja, Holzkohle hoffentlich. Achtung! Den muss ich anders rausschmeißen. Der ist jetzt schon dreimal runter, anderen Seite runtergeflogen. Oben ist er. Oh Gott. Telefon. Holger Varuna, hallo? Cordes, ich werde jetzt fertig, ne? Na, sehr gut. Sind Sie noch... ich stelle die Maschine auf den Hof. Jo, sind Sie noch mit der... alles auf einem Level oder ist da schon was gewachsen? Außenrum habe ich gesehen, Sie haben schon angefangen. Ja. Da hat es schon ein bisschen angefangen zu wachsen, aber sonst ist hier noch nichts. Okay. Ja, dann fahre ich die Maschine auf den Hof und dann, ja. Jo, vielleicht können Sie ja Ihren Drescher mitnehmen, der steht da unten auch noch rum. Ja, da muss ich dann wahrscheinlich einen runterschicken, weil ich ja mit dem zweiten Träger noch gekommen bin hier. Ah, okay. Preis haben Sie schon gekriegt? Nee, hab vergessen, was es war. Albert, mach mal die Spanngurte dran, bitte. Na, warten Sie mal kurz, ich bleib kurz in der Leitung, ich muss mal kurz jemanden anders. Das war glaube ich 2,50 Euro, ne? Naja, ich glaube aber war nicht so viel. 2,50 Euro, so hört sich gut an. Das waren 4.647 und die Rechnung würde Ihnen nächste Woche zugestellt werden. Nochmal. 4.647. Ich überweise trotzdem schon mal. Ja, die Rechnung wird Ihnen dann zugestellt, ne? Ich gebe mir das aus, ja. Ja. 4000. Geht gerade nicht. Ich muss. Ja, okay, passt. Tschüss. Ciao, tschüss. Ich muss noch aufs Geld warten von der Gemeinde. Uff, schon voll das Ding hier. Oh, das geht schon. Ja, jetzt noch die zwei von oben und dann... Achso. Ja. Bring ich mit. Immer fahren. Nee, mach. Muss ich anders machen.
Der Länge nach. Holla, hopp. Ja, du Urlaubbaum. Oh, jetzt schmeißt er mich wieder um hier. Ja, passt. Nee, das fällt runter. Ah, lass liegen. Ja, scheißegal. Der ist auch richtig voll geworden. Ja. Der sollte da dann auch nicht drauf. Zuckelt heute. Ja. Bei Bäumen. Aber wir müssen uns dann wahrscheinlich auch demnächst auf den Weg machen. Zur 1. Mai-Veranstaltung. Den können wir ja auch noch aufladen. Arbeit geht immer vor, ne? Nee, das ist schon wichtig. Dann machst du die Sprengkarte nochmal weg? Nein. Also ich bin ja im Gemeinderat, vor allem ich muss da dann schon da sein. So. Volker Varuna, hallo? Volker, jo. Hat der Richter schon bezahlt? Nö. Der hat zu mir, das ist so ein Schwätzer, der hat zu mir gesagt, der hat bezahlt. Die sind oben am Abladen. Dann rufe ich den mal an. Dann ja, ansonsten klatsche ich ihn. Nee, ich rufe mal an. Jo. Ciao. Herr Richter, Sie sind ein Schwätzkubis. Ja. Hallo? Ja, Volker Varuna hier, hallo. Hallo, ich habe überwiesen das Geld. Nee, haben Sie nicht. Weiß nicht, wohin sie das überwiesen haben, vielleicht nach Timbuktu, aber nicht zu mir. Gucken Sie mal. Ich prüfe mal das kurz nach. Vielleicht haben sie zu Beginn die falsche Kontonummer gewählt. Müsste aber angekommen sein, dann überweise ich Ihnen das nochmal. Nee, bei mir nicht. Ich habe nämlich kein Geld, um meinen LU. Mitarbeiter zu bezahlen. Was ist passiert? Nix. Hab einen Baum auf der einen Seite aufgeladen und auf der anderen ab. Gleichzeitig. Jetzt müsste was angekommen sein. Ja, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Das stimmt. Ja, eben. Müssten Sie aber auch eine schon bekommen haben. Ich guck nochmal. 8400. Mehr habe ich nicht. Und okay. Der kam auch heute noch nicht an. Okay, dann müsste das irgendwo, keine Ahnung. Okay. Gut, dann. Tut mir leid, dass ich das noch nicht überwiesen habe, aber ich war mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ich schon angeordnet hatte. Angeordnet vielleicht, aber vielleicht hat er das in die eigene Tasche gesteckt. Also in die eigene. Hätte ich das auf sein eigenes Konto überwiesen. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschö. Der Richter behauptet, er hätte mich schon bezahlt, ey. Ich glaube, ich spinne. So, ich bin am überlegen, ob wir den Anhänger vielleicht beim Bauhof auf den Hof stellen und dann direkt zum, zum Treffpunkt für den 1. Mai fahren. Ja, wenn da schon welche da sind, machen wir das. Bis wir heute dort sind, da vergeht viel Zeit, glaube ich. Machen wir das heute, knall den Baum noch auf. Mach gleich hier den Gurt. Geht wieder bloß von der anderen Seite, wa? Ja, mach mal den Kurt dran. Ja. Ich hoffe, der greift auch, ja. Nein. Ah ja. Gut. Und ich den anderen noch. Kannst du mal lose machen. Lose machen? Ja, ein Teil fehlt ja noch. Ach, dann machen wir halt nochmal lose, weil es so schön ist. Haben wir ein bisschen Übung. Ja.
dran. Gut gefüllt. Also hatte ich jetzt Steuern bezahlt, ja, gell? Doch, 6, ja, doch, hatte ich. Den nicht Steuern. Den Ding hatte ich bezahlt, den Kredit. Das sieht aus hier wie. Wie ein großer Bleistift. Tja. Mit der Spitze vorne dran. Wenn du die abschneidest, immer, wenn du so einen Baumernter hast, da wirst du sehen, die werden immer abgeschnitten, da gibt immer mehr Kohle. Aber wer wird das mit der Hand schneiden, oder ist es egal. Machen wir Spanngurte nochmal fest. Jo, jetzt kannst du alle festmachen. Auch mal drauf? Ha? Baum schon fest hier? Ja, der ist schon. Jetzt passt es besser. Oh, hier ist er nicht mehr. Ja, das ist Katastrophe. Halt, aufsitzen. So, mal sehen, ob ich es diesmal auch schaffe hier. Tja, Übung macht den Meister, perfekt. Was will ich mehr? Ja, oh, drehen die Reifen erstmal durch. Herrlich. Oh, stimmt. Da fällt mir was ein. Sperre reinmachen oder wo man kann er erstmal stehen bleiben hier, oder? Nee, das will ich eigentlich nicht. Oh ja, sagt es ja schon oben. Zumindest runter vom Außenwald muss er raus. Vielleicht wenn ich das Gewicht vorne dran hänge. Eieiei. Ah, komm schon dir, du kannst es. Na, wenn der mal in Fahrt ist, dann läuft's. So, ein paar Tonnen sind das aber schon, ne, die er jetzt zu ziehen hat, ne? Das ist mega voll. Voller geht auch nicht mehr. Ich bin am überlegen, ob wir, wir stellen den zum Jürgen, den Anhänger. Wenn wir so weit überhaupt kommen. Oh, dann geht doch. Sieht für mich nicht so aus. Vollgas geben. Ich bin Vollgas. Ja. Wie viel fährt denn da? 2, 3. Ja, dann lassen doch hier stehen und dann holen wir den. Nee, hier stehen Leim, lassen geht nicht. Dann leihen wir uns den. Der muss zumindest aus dem Wald raus. Naja, sagt der Besitzer, das gehört alles ihm. Der neue. Wenn sich das jemand kauft. Ach, da hinten steht auch noch was, ne? Ja. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht, ey, dass es so eine Katastrophe wird. Ist hier in der Nähe kein Hof? Nee. Hätten wir uns den kurz mal ausgeliehen für 1-2 Minuten. Ja, mein Gedanke ist, ich stelle den jetzt aus dem Wald raus und dann holen wir später den den Xerion. Okay. Wie kannst du das damit holen? Oh, so, ja. Alter, er kommt ja gar nicht vom Fleck, ey. Der hätte ich auch mitnehmen können, hätte ich mit denen kommen können. Nee, der war beim Ansehen. So. Das LU hat angesät. Die zwei Stücken, die müssen wir ja auch noch rausnehmen, ne? Welche was? Zwei Stücken, die da rechts liegen. Dann sollen wir ja den Mulcher. Das Gewicht. Kannst du gleich hinfahren, ne? Vielleicht wäre der besser. Man weiß es ja nicht. Mit Gewicht meinst du? Ja. Mal gucken. Das andere Ding, das kriegst du nicht. Achso, ja, das. Dinger dann noch wegmachen, ne? Das geht auch fix. Ja, später dann noch machen. Ah, keine Zeit, ey. Wir müssen eigentlich los. Wir kommen immer zu spät. Das ist nicht gut. Was ist denn das für eine Moral? Guck mal okay. An, was das mit... Ja, was das Gewicht da macht. Warte. Ja, das darfst du nicht beachten.
Ja, das ist wieder gut. So. So, jetzt nochmal. Das war eigentlich fast ein bisschen besser war, ne? Ja, tatsächlich. Das waren zumindest schon mal 8 Keime. Aber wir lassen den Anhänger trotzdem gleich da. Das ist eine Qual. Oh, jetzt geht er auch bergab. Ja, wir lassen ihn hier am Ausgang stehen. Und wie gesagt, wir müssen los. So. Ausgehen? Ja, ich gucke kurz ab. Ganz ehrlich, ja. Dieser Server, das gibt's nicht. Was der für Sperrensinn macht. Ja. Und das liegt absolut am Server, nicht an der Map, Leute. Weil wir haben schon mehrfach die Map auch gespielt mit relativ vielen Leuten und da war das Problem nicht da. Nicht so extrem wie hier. So, also machen wir uns auf den Weg. Jo. Es dauert eine ganze Strecke, bis wir da sind, wo wir hin müssen. Kann das Gewicht annehmen? Habe ich noch nicht. Nee, das schleift. Oh, alles wieder gut. Perfekt. So, also, wir müssen einmal quer rüber zu Feld 140. Das dauert jetzt ein bisschen. Zum Glück habe ich inzwischen den Durchblick, wo wir hin müssen. Aber wir fahren heute halt nur, ja, leider 15 km/h weniger wie sonst. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Es ist ganz komisch, bei dem Serveranbieter, wo wir sind, ist jetzt schon mehrfach auch die Map vom Server verschwunden. Die ist einfach, ja, ist schon mehrfach gelöscht worden. Woran das liegt, keine Ahnung. Sie ist dann einfach nicht mehr auf dem Server. Probleme hatte ich bei meinem Server auch. Deswegen verlängere ich den nicht mehr bei Nitrado. Keine Namen. Ich will hier nicht negativ Werbung machen, aber es ist halt so. So, warte mal, es schaut hoffentlich gerade keiner. Dann kurz mir hier nämlich mal ein bisschen an. Oh, Mist. Ja, den Baum hätte ich sehen können, oder? Den Baum. Hatte keiner gesehen. Bin ich zu früh? Ne, ich bin nicht zu früh. Müsste eigentlich zeitlich, müsste eigentlich passen. Also ich darf müssen wir pünktlich sein. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu früh, das wäre natürlich noch schöner. Anderen sind alle, glaube ich, noch unterwegs. Ja? Denke ich mal. Ne? Aber wir machen das schon. Weiß nicht. Also, ich denke mal, die sind. Ah, ne, die sind auch schon da. Zum ja. Teil. Wir sind natürlich wieder die letzten. Naja. Dann trinken wir einen Schluck Wasser. Wir sind die Vernünftigen. Erste Mai-Veranstaltung. War ja schon lange nicht mehr. Tanz in den Mai. Jo, das war früher noch. Gibt's heute teilweise auch noch. Ja, aber ich finde die Tradition, die stirbt ein bisschen aus. So, liebe Leute, aber jetzt. Das thematisieren wir gerne in der Folge morgen nochmal, weil dann ist auch tatsächlich der erste Mal. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi, macht's gut.